Mein Name ist Daniela Kreinčić und ich begrüße Sie natürlich ebenso herzlich zum heutigen Seminar Performance Marketing. Ich habe jetzt die spannende Aufgabe vor mir, Sie alle gleichermaßen abzuholen, was ich natürlich versuchen werde. Und deshalb springen wir gleich rein. Bei so einer großen Anzahl an Teilnehmenden ist es jetzt sehr schwer, dass man in die Interaktion geht. Das mache ich sonst gerne, aber ich gehe jetzt einfach mal rein. Und wenn sich die ersten Fragen auftun, schreiben Sie sie mir doch bitte in den Chat und wir sammeln die und am Ende der Einheit werden wir die noch durchgehen. Sollte keine Zeit bleiben, lasse ich es mir nicht nehmen und werde die über die netten Damen im Sekretariat natürlich auch gern beantworten. Die werden gesammelt und es geht sich alles aus. Okay? So. Es waren noch einige Fragen. Ich glaube, das lag ein bisschen am Ton vielleicht vom Herrn Walter. Vielleicht war da was in der Leitung, aber ansonsten hören mich alle gut. Frau Bieri zum Beispiel. Ich habe es. Danke. Danke, für die aufgeschaltet haben. Das ist natürlich sehr nett. Die sind dann vielleicht auch manchmal dran in der Interaktion. Na, natürlich nicht. So, ich fange an. Ich schalte jetzt auf die Bildschirmpräsentation und dann müsste alles gut laufen. Sehen Sie alles schön? Ja, danke schön. Danke, Herr Bahnholzer. So, Performance Marketing ist ein extrem großes, weites Feld und habe jetzt in diesen 2 Stunden mir einen Fokus natürlich herausgenommen, aber ich versuche, einen guten Überblick zu geben, was Performance Marketing an sich bedeutet. Ich bin im Bereich Personal Branding, Brand Awareness. Ich arbeite mit UnternehmerInnen dahingehend, dass wir ihre Marke aufbauen, ihre Personenmarke, Personal Brand. Und dann schaue ich natürlich, dass die Expertise dieser Personen auch online geht, online ins Netz kommt. Und mein Fokus besteht aus Website SEO, Suchmaschinenoptimierung, Search Ads, also die ganze Google-Palette, das Google-Marketing und dann der stärkste Fokus, ich mache 80% meines eigenen Umsatzes zum Beispiel mit E-Mail-Marketing, Automatisierung. Das heißt, ich schaue, wie kann ich vor allem für APUs Marketing- und Vertriebsprozesse verautomatisieren, sodass nun auch natürlich mehr Zeit bleibt. Schauen wir uns jetzt das Ganze durch. Wie gesagt, wenn es zu einfach ist, dann bitte ich um wertschätzendes Miteinander. Ja, weil ich glaube, das sind sicher, manche sind vielleicht weiter, manche weniger weit. Wir versuchen alle ins Boot zu holen. Performance Marketing an sich da geht es rein, Performance um die echte Leistung. Ja? Das heißt, es gibt Messwerte, KPIs, Key Performance Indicators, die mir sagen, ob ich mein Geld, das ich in zum Beispiel Kampagnen oder Werbemaßnahmen investiere, ob sich das auch auszahlt. Ja? Und nicht nur das, ich kann mir im Rahmen von Performance Marketing auch gewisse Maßnahmen überlegen, wie ich mein Geschäft natürlich ins Wachstum bringe. Nona. Ja? Um was geht es? Also es geht um diese berühmte Skalierung im Performance Marketing. Was ist profitabel, was zahlt sich aus, was muss ich tun, damit mein Produkt, meine Dienstleistung nach vorne kommt. Ich habe jetzt da einfach mal, das Netz ist natürlich voll. Ja? Es gibt unendlich vieles. Frau Robert, Sie haben die Kamera nicht mute. Ja, passt schon. Passt das? Passt, ja. So. Manche, oder sagen wir es mal so, beginnt man mit einem Business, vor allem, ich glaube, es sind sicher einige APUs hier, dann stürzt man sich mal auf das, mal auf das, mal auf das, um in erster Linie einmal in einem ersten Schwung natürlich neuen Kunden zu kommen. Das ist jetzt aber nicht ganz so einfach. Ja? Wenn ich nämlich, jetzt einmal in die Suchmaschinenoptimierung gehe, oder viele stürzen sich zuallererst, weil es auch gefällig ist, zum Beispiel auf Social Media, dann kann man sich schon sehr verzetteln. Ja? Weil zum Beispiel im Bereich Social Media, wenn man da Werbung macht, gibt es ja den berühmten blauen Button, Beitrag bewerben. Und das sind diese Smart-Kampagnen. Ja? Das heißt, die Maschine macht für mich sozusagen die Bewerbung und
ich habe da weniger Einfluss drauf, was eigentlich wirklich passieren sollte. Ja, davon rate ich ab. Aber es ist natürlich einfach, am Anfang mit diesen smarten Kampagnen zu beginnen. Bei Google ist es nichts anderes im Google Ads Marketing. Dazu später mehr. Das heißt, man schaue sich einmal an, was es alles gibt im Performance Marketing. Und wir fangen halt wirklich ganz von der Basis an, was man sich zu aller Anfangs, was sich auszahlt, ein paar initiale Gedanken zu machen, sagen wir es so. Ja? Mein Fokus zum Beispiel ist, ich leg die Schiene auf meine Website. Das ist meine Homepage sozusagen. Ja, da schaue ich, dass ich die Leute dahin bringe. Und dann gehe ich von dort, ja, mit Content, über Inhalt, über Themen holt man die Leute ins E-Mail-Marketing. Und von dort, also dort spielt sozusagen die Musik. Ja, dazu später natürlich auch mehr. Wir lassen heute natürlich nichts liegen. Also, das ist natürlich jetzt für jeden was anderes. Wir rollen das jetzt Schritt für Schritt auf und machen so eine kleine Reise durchs Performance Marketing. Ja? Man spricht ja im Marketing grundsätzlich vom ROI, aber der Return on Investment, das ist die Kapitalrendite, wie viel investiere ich, wie viel kriege ich heraus, wie viel Gewinn. Also das heißt, wie viel steckt hinter jeder Werbemaßnahme? Ja, wie wirken sich Werbemaßnahmen auf meinen Umsatz aus, das wäre der ROI. Aber im Performance Marketing muss ich jetzt noch einen Schritt weitergehen und an sich eher, so, muss ich schnell umschalten, an sich eher den ROAS messen, ja, und zwar den Return on Ad Spend. Das heißt, im Grunde ähnlich, ja, ich habe einen Werbeumsatz, Einsatz, also Werbeumsatz und Werbespendings, Werbeausgaben. Und setzt die in Relation zueinander. Und das schauen wir uns natürlich heute jetzt in unserem gemeinsamen Zusammensein genauer an. Worauf es ankommt, was ich investieren sollte, wo ich nachlegen sollte, wo ich zurückgehen sollte. Ja. Ein Begriff, den kennen Sie alle, da brauche ich Ihnen nichts erzählen. Die Customer Journey ist etwas, das viele natürlich, gerade also Sie in Ihrer Fachgruppe, natürlich bedenken müssen, besonders, aber ganz viele vergessen, wenn sie voll im Performance Marketing drinnen sind, dann durchs übermäßige Messen, sage ich jetzt, ein bisschen drauf auf die Optimierung. Ja, das heißt, man ist dann festgefahren, vielleicht in einer Kampagne, optimiert. Geht mit den Werten, jongliert mit den Werten und so weiter. Aber im Grunde hat man sich vielleicht gar nicht so viele Gedanken gemacht oder man sollte vielleicht dann auch noch einmal zurückgehen an den Start. Habe ich auch überhaupt die richtigen angesprochen? Ist die Zielgruppe richtig gewählt? Wirklich so banal das klingt. Und welche Werte, also wenn ich das getan habe, wenn ich die Zielgruppe habe, habe ich da die richtigen, ja, den richtigen Content für die Zielgruppe und spreche ich die mit diesem Content, passt dieser Content sozusagen zu meinem Angebot. Das heißt, ich führe ja immer, Kundenreise heißt nichts anderes wie, ich schaue mal, wo sind denn die alle, ja, online und hole sie dann zu mir, zu meinem Angebot und dann geht es eigentlich los mit der ganzen. Die Performance geht natürlich schon vorher los, aber da verschwimmen ein bisschen Brand Awareness, also mein Markenauftritt, damit das Interesse, damit ich Aufmerksamkeit auf mich ziehe und schon die Performance. Das ist ja so ein, es geht dann ein bisschen ineinander über. Performance heißt jetzt Leistung messen. Ich habe Ihnen heute halt einfach ein paar, also das ist wirklich nur ein super grober Überblick, nur nach. Mehr geht jetzt da nicht in diesem kurzen Rahmen. Was kann ich denn eigentlich messen? Was will ich denn messen? Sie kennen alle den Spruch, wer nicht misst, misst, misst. Ja? Und ich kann jetzt damit hergehen und sagen, ja gut, dann schalte ich halt Ads, ich brauche mehr Kunden. Viele machen das. Ja? Und das ist ja nicht weiter schlimm. Ja? Aber ich muss mir immer, also ich hoffe, es macht sich jeder darüber Gedanken als Unternehmen. Wenn ich jetzt so und so viel ausgebe, was schaut dann raus? Ja, ich möchte halt einfach ein paar Hacks, Tricks zeigen, wie ich das halt als EPU zum Beispiel handeln, kombinieren. Ja,
Ich kann mir überlegen, wie viel Umsatz pro und Gewinn pro Kunde erwirtschafte ich, no, na, ja. Wie viele Leads, ja, Potentials sind aus diesem Traffic entstanden? Wie viel habe ich da über diese eine Angebotsseite oder Sales Page geschoben und wie viele haben dann konvertiert? Ja? Und ganz am Anfang natürlich, welche Kanäle sind überhaupt betroffen? Ja? Wie viele Menschen erreiche ich und wie viele Menschen will ich überhaupt erreichen? Ja? Ich meine, es gibt ein solches Erreichen und ein solches Erreichen. Ja, ich als EPU, wenn ich zum Beispiel jetzt 1:1 Coachings verkaufen würde, was ich tue, kann ich nicht in einen Riesenmarkt gehen. Das ist klar. Wenn ich einen Online-Shop habe, schaut es natürlich anders aus. Ja, da kommt es auch darauf an, welche zum Beispiel Pricing-Strategie ich habe. Wir könnten uns heute ziemlich ins Detail bewegen, aber wir bleiben heute schön einmal beim roten Faden. Denn ganz wichtig heute ist mir auch zu sagen, was ich jetzt eingangs auch gesagt habe, wenn man 2 Monate das macht, 2 Monate das, also ich habe den Effekt relativ oft, ich sage das aber immer zu Kunden oder zu Interessierten anfangs gleich einmal, von einer einzigen Anzeige, ja, wird sich jetzt nicht die Welt bewegen. Ja? Ich möchte heute ein bisschen sensibilisieren für Budgets. Ja? Wenn ich jetzt wechsle und springe in den Kanälen, kommt nur ein Reagieren heraus. Ja? Weil dann habe ich die Kampagne geschaltet, lasse die halt laufen und dann schaut, das muss ich natürlich am Anfang tun. Trial and Error, vor allem bei Social Ads, ist natürlich am Anfang auch angesagt. Das ist klar. Aber ich darf das nicht schleifen lassen. Ich muss durch Messung und durch Beobachtung immer wieder draufkommen, woran lag es, analysieren und dann eben optimieren. Weil reagieren heißt wirklich verlieren. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Vielmehr ist es gescheiter, wenn, dass ich schaue, dass ich jetzt proaktiv da reingehe, reinsteige und schaue, machen wir jetzt gleich, wie ich eben da gewinnen kann. Ja, und da muss ich mir immer am Anfang überlegen, was will ich jetzt eigentlich messen? Wo will ich performen? Wo soll mein Auftritt stattfinden? Wie soll der ausschauen? Und wie kann ich die Leute dort abholen? Und für mich sind das die, also nicht nur für mich, sind die essentiellsten Schritte im Performance-Marketing, was so dieses Campaigning betrifft. Am Anfang, ich habe noch einen Slide, der geht da genauer drauf ein, die Subpunkte. Das ist jetzt einmal der Überblick. Am Anfang schaue ich jetzt, man, wir könnten jetzt ganz an den Anfang gehen, aber was ist jetzt meine Vision? Eh klar, was will ich erreichen mit meinem Business? Wozu mache ich das Ganze? Das ist klar, ja. Also ich muss mir mal Unternehmensziele setzen, daraus resultierend Marketingziele. Und dann wieder zum Beispiel Content-Ziele. Und Marketing-Ziele bilden meine Vision dar, meine Vision, mein Unternehmen dar. Ja? Die muss ich aber messbar formulieren. Ich kann nicht sagen, ich will mehr Kunden. Das ist zu wenig. Ja? Weil was soll ich da jetzt messen? Mehr Kunden ist jetzt kein Wert, der aussagekräftig ist. Ja? Das heißt, ich muss wirklich hergehen und sagen, das ist jetzt natürlich, sie kommen aus vielen verschiedenen Bereichen, aber so grundsätzlich gilt halt, ich muss halt konkrete Ziele mir einmal vorgeben und sagen, ich will zum Beispiel im Zeitraum X so und so viel Prozent mehr Kunden haben. Ja? In einem bestimmten Produktbereich noch dazu vielleicht oder in einer Kategorie. Ja? Das gilt einmal zu eruieren. Ja? Auch je nach Branche unterschiedlich, je nach Firmengröße und so weiter. Ja? Die einen haben, ist ja wurscht, 3 bis 5 Ziele, ja, die sie erfüllen wollen. Für eine EPU ist das teilweise natürlich sehr viel. Ja? Und in einer KMU gibt es natürlich ein ganzes Tablet, ein ganzes Dashboard an einzelnen Zielen mit Hunderten von Maßnahmen. Ja? Das zweite ist dann, also und wirklich, wenn man sich da jetzt bei den Zielen, ja, wenn man sich da gut konzentriert, dann ist das schon einmal wirklich die halbe Miete. Ja? Was will ich erreichen? Das Zweite ist, ich schaue mir dann mal an, setzt sich jetzt mein Marketing an sich zusammen? Wo mache ich jetzt Werbung? Ja, wir machen das gleich noch genauer. Wo sind eigentlich meine Kunden? Ja, da muss ich auch noch ein paar Differenzierungen treffen. Und wo?
Und wie viel soll ich dort ausgeben? Wie geht das dort überhaupt? Ja, wie soll ich mein, was ist das, diese berühmte Frage immer, was ist das beste Budget oder wie bestimme ich mein Budget? Ja, gewisses, also ich kann das meiste recht gut mir im Vorhinein sozusagen ausrechnen, sozusagen. Ja? Und das Dritte sind dann, wenn ich das jetzt habe, ich habe jetzt die Ziele vereinbart, ja, innerhalb des Unternehmens. Dann habe ich mir jetzt gedacht, okay, dort sind, also das sind meine Ziele, Zielgruppen. Dann sind die Zielgruppen dort vertreten. Das heißt, egal, sie sind halt vermehrt auf Instagram zum Beispiel, ja, egal. Dann werde ich dort natürlich versuchen, im Rahmen der Customer Journey meine potenziellen Kundinnen und Kunden abzuholen. Dann muss ich halt einmal hergehen und mich mit dieser Plattform nun auch vertraut machen. Aber das, dazu habe ich vielleicht eh eine Abteilung, die das für mich übernimmt. Habe ich es nicht, bin ich allein. Schauen wir uns das heute halt natürlich auch noch an. Und dann gehe ich her und denke mir, okay, so, wenn das jetzt das Ziel ist, ja, und da hier, und ich werbe da jetzt hier auf dieser Plattform, dann schaue ich mir jetzt mal an, was kann so eine Kampagne überhaupt abwerfen oder bewirken, ja, und ich definiere dann die Key Performance Indicators, die Schlüssel, Parameter, die ich messe, also meine Parameter, mit denen ich dann in Zukunft arbeite, damit ich nicht Äpfel mit Birnen vergleiche. Das passiert nämlich auch oft. Dann gehe ich her und justiere sozusagen meine Systeme. Ja, ich habe eine Website, einen Shop, mehrere Websites, mehrere Shops, ja. Ich muss das alles verbinden. Ich habe Plattformen, ich habe Social Media, ich habe zum Beispiel Google, ich habe dann E-Mail-Marketing, je nachdem, welche Kanäle betroffen sind. Ich muss allen Kanälen sagen, was sie tun sollen. Das ist eine hochspannende Geschichte. Das ist, ja, für mich natürlich eines der spannendsten Dinge, die es gibt. Monitoring heißt, ich habe dann schon mal alles eingerichtet, es läuft ganz gut, aber jetzt muss ich natürlich schauen, was das Ganze jetzt sagt und abwirft. Ja? Das ist jetzt nur mit, hier da auf diesem Slide nochmal das Grundprinzip. Ja? Es hilft nichts, also ich sehe das relativ oft in der Praxis, dass Reportings halt rausgefahren werden, die halt von der Schublade in die Schublade gehen. Dann brauche ich es eigentlich gar nicht machen. Ja, oder wenn ich viel Geld habe, passt das dann ja auch, wenn es irrelevant ist. Aber das ist meiner Meinung nach natürlich total unökonomisch und für ein Unternehmen unpassend. Ja? Das heißt, permanent, laufend natürlich monitoren. Ich muss da die Zeit mir nehmen. Ich muss das überwachen, was passiert. Ich muss es analysieren, interpretieren und dann natürlich im letzten Schritt optimieren. Denn wenn ich draufkomme, dass ich mache zum Beispiel mit unterschiedlichen Themen eines Blogs, ja, die besten Messungen habe ich für EPUs mit 8 bis 14 Blogartikel, Themen, ja, Kategorien, Themen, dann schalte ich längerfristige Kampagnen und da zeigt sich eigentlich relativ rasch dann, schon noch ein, zwei Monaten ganz klar, viel früher manchmal, welches Thema natürlich vorwiegend ist. Kommt wieder darauf an, natürlich, welche Branche und so weiter. Und ja, es gibt ja Themen, die natürlich top sind und manche, die halt, wo man ein bisschen was betonen müsste oder die man erst neu einführen müsste. Ja? Aber da sehe ich dann, was gut funktioniert und als EPU kann ich nichts anderes tun dann, als natürlich, das macht man grundsätzlich so, auf das schnellste Pferd oder das, ja, das wichtigste Pferd in dem Fall zu setzen. So, jetzt würde ich Sie bitten, wenn Sie Lust haben, einfach nur für sich einmal ein paar Minuten zu reflektieren, was jetzt Ihr Status quo ist. Entweder Sie sind schon bewaffnet bis zu den Zähnen und messen, was das Zeug hält und brauchen nur mehr ein paar Spezialhacks. Oder Sie sagen, nein, ich bin eine EPU. Und ich würde jetzt gerne mal anfangen und brauche jetzt da einen Überblick. Wie geht das jetzt überhaupt? Ja? Vielleicht machen wir jetzt so für Sie, jede für sich, einen Status quo, wo man steht, ja, wo Sie stehen. Und das ist jetzt sozusagen die Nachfolge von dem Slide vorher. Das heißt, ich setze mir mal Ziele. Ja? Ich mache das meistens, ich weiß nicht, wie Sie es angehen, aber so
im Oktober oder so fürs Folgejahr oder für die nächsten 3 Jahre setze ich mir die Ziele, was soll da jetzt passieren? Man muss natürlich, wie wir gesehen haben, so allzu langfristig ist jetzt schon ein bisschen gefährlich, weil was weiß man schon, ne, was da alles passieren kann. Also das heißt, ich mache mir mal die kurzfristigen Ziele oder die Ziele fürs kommende Jahr und schreibe mir mal grundsätzlich einen Plan. Ihre Wahl, jeder hat seine Form der Arbeit, wie er sich sowas notiert. Ich mache mir mal einen Zielsetzungsplan. Ja, ganz einfach. Ich will als Marke bekannter werden, ich will mehr Produkte verkaufen, ich will mehr Leads gewinnen, ich will mehr Traffic über meine Webseite bringen oder ich habe jetzt 3, 4 neue Angebote und die will ich, und ich zum Beispiel entwickle Online-Kurse und möchte die natürlich auch verkaufen. Das ist für eine EPU, finde ich, eine super profitable Variante, gut mit seiner Zeit auszuhalten, ja. Oder natürlich, es ist ja die Kundenbindung. Ich muss ja nicht immer natürlich nur rein auf die Neukundenakquise Wert legen. Es ist ja ganz wichtig, dass ich mit bestehenden Kunden, ja, Neukundenakquise ist sehr teuer. Ich kann ja schauen, wo sind jetzt Maßnahmen, zuerst die Ziele, wo sind die Maßnahmen dann, damit ich die Kunden noch enger an mich binde. Folgekäufe, Upsells, Cross-Sales, ja. Es ist ganz wichtig, dass wir den Content, unsere ganzen Inhalte an unsere Zielgruppen wirklich gut anpassen, weil ich rede ja mit kalten, also es gibt im Online-Marketing spricht man ja vom kalten, warmen und heißen Traffic. Mit kalten Traffic, mit Leuten, die mich nicht kennen, und auch die vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie was brauchen oder ein Problem haben, da muss ich ja ganz anders kommunizieren als mit Leuten, die schon wissen, dass sie ein Problem haben und um das geht es ja. Ja, die haben ein Problem oder einen Wunsch und wir als UnternehmerInnen haben die Lösung dafür. Wir können das erfüllen. Und damit wir die richtigen Argumente haben in unserem Content, müssen wir ja überlegen, wie sprechen wir die jetzt eigentlich an. Ja? Das heißt, wenn Sie für sich notieren, was habe ich jetzt mir eigentlich für Ziele gemacht für heuer, setzt, ja, schreiben Sie sich die einfach einmal auf. Wir werden noch am Ende der Einheit einfach einen Vergleich machen und schauen, vielleicht haben Sie dort und da eine kleine Kurskorrektur oder Ihnen ist was eingefallen. Ich hoffe, Sie haben ein paar Impulse heute dadurch, wie Sie so manches vielleicht in eine andere Bahn bringen, oder Sie stellen fest, dass es eh so passt und voll gut ist, ja. Dann gehe ich her. Also Ziel wäre zum Beispiel, ich möchte mehr Leads im Bereich Produktgruppe Kategorie erreichen, in dieser Dienstleistungskategorie. Und die sind heute auf Facebook, Instagram. Ja, die sind jetzt gerade so zwischen 25 und 45. Die fallen da genau rein, ja, dass beide Kanäle betroffen sind. Ja. Ich muss schauen, wo die sind. Und dementsprechend schaue ich dann, was passt denn eigentlich zu meiner Kundengruppe. Ganz wichtig auch, noch nah, B2B und B2C ist natürlich teilweise eine ganz andere Baustelle. Kommuniziere ich mit einem Endkunden oder kommuniziere ich von Business zu Business? Ja? Im Übrigen ist die höchst geschätzte Kommunikationsart und eine, die Riesenerfolg hat seit Jahrzehnten, E-Mail-Marketing. Ja, im B2B-Bereich zum Beispiel. Also das heißt, ich schaue, ja, was tue ich jetzt? Mache ich Videos? Ja, ich mache mir mal das da hier, wie erreiche ich es? Also das Ziel und hier ist sozusagen die Maßnahme. Jetzt habe ich diese Zielgruppe, die meisten kommen eigentlich zu mir. Das heißt, sie suchen. Das heißt, ich mache eben Google Ads, Search Ads oder Display-Banner, je nach Branche natürlich unterschiedlich ausgelegt. Und Suchmaschinenoptimierung, ja. Ich hole die zu mir über Themen, die sie suchen. Und ich biete in meinen Ads, in meinen, zum Beispiel Textanzeigen, die perfekte Lösung, ja. Dann hole ich sie mit einem Mix aus Google Ads, Suchmaschinenoptimierung. Und dann geht's weiter für sie auf bestimmte Angebotsseiten. Landingpages und dann geht es weiter ins E-Mail-Marketing. Da sind die Erfolge enorm.
Oder ich schaue, ja, okay, es funktioniert total gut auf YouTube, das ist genau mein Bereich, dann the same, ja, das ist ja auch Google-Netzwerk, ja. Nichts Neues, glaube ich, das brauche ich Ihnen nicht erzählen, die Google-Produkte spielen natürlich gut zusammen. So, schreiben Sie das einfach für sich einmal auf, ob Sie sich wirklich schon ganz gut überlegt haben, ob Sie, ey, ist das alles safe? Sind da vielleicht, haben Sie vielleicht, wenn Sie in einer Abteilung sind, ja, haben wir das alles richtig besprochen? Sind die Zielgruppen klar? Haben wir den richtigen Fokus? Ja? Haben wir Priorisierungen in den Zielgruppen? Und wenn ich alleine bin, also als EPU tätig, müsste ich mir halt überlegen, reiße ich jetzt 10 Kanäle nieder oder schaue ich mir, noch dazu, wenn ich am Anfang wäre, schaue ich mir einmal an. Und kombiniere den natürlich oder perfektioniere diesen. Also ich würde jedenfalls zu dieser Variante raten, bevor ich in 5 Kanälen halb präsent bin, auch organisch natürlich, aber in Werbemaßnahmen. Also es ist ziemlich schwer, wenn man sich das alleine vornimmt, dass man sich in 5 Systeme gleichzeitig einarbeitet, ist auch für uns, wo wir jetzt vom Fach sind, nicht ganz einfach, weil es doch überall so die Eigenheiten gibt. Also ich würde einen, zwei einmal hernehmen, da mich reintigern und dann da perfektionieren, optimieren. Und wenn meine Zielgruppe in einem Kanal ist, mit dem ich gar nicht zurechtkomme, muss ich ein sehr gutes Briefing aussetzen, da würde ich fast zum Auslagern raten. Aber das können wir ja alle selber. Dann gehe ich her und sage, okay. Das ist die Zielgruppe. Das sind die Ziele. Das ist die Zielgruppe. Das sind die Zielgruppen. Ist die Zielgruppe. Das sind die Plattformen. Das gehe ich jetzt an. Ich habe eben, was weiß ich, Search Ads, dann mache ich Social Ads, dann mache ich Video, Performance und E-Mail-Marketing. Habe ich. Dann gehe ich jetzt her, stelle das alles einmal ein und dann muss ich natürlich beobachten und schauen. Und man tut sich immer leichter, wenn ich mir pro Plattform natürlich, wenn ich mich da gemütlich einrichte, alles gut im Überblick habe, ja. Dashboards einrichten, Tracking, also Web-Tracking, also ich mache immer Web-Tracking-Pläne, ja, also so Tracking-Analyse-Pläne, ja. Da gibt es super Vorlagen, wenn jemand was braucht, bitte einfach melden. Und dann geht es schon dahin, regelmäßig. Analysieren, kontrollieren, interpretieren. Wenn man zu mehreren ist, umso besser. Wenn man allein ist, muss man halt schauen, was ist da für mich aussagekräftig, ja? Wie kann ich das interpretieren? Wenn ich nichts verbessere, bleibt es ewig gleich oder wird sogar schlechter. Ja? Wenn ich zum Beispiel die Ad-Fatigue kennen wir alle, wenn wir zu häufig ausspülen, dann kann es passieren, dass unsere Zielgruppe das nicht mehr so taugt. Ja? Das heißt, es wird noch weniger geklickt, es geht zurück. Ja? Das heißt, ich muss immer schauen, wie kann ich da jetzt noch besser werden? Nicht nur für uns selber, sondern auch in der Performance zum Kunden noch nach. Ich kann den nicht immer mit dem Serben zulallen. Ich muss die Kunden, das wissen wir alle, das hat einen ganz anderen Takt. In diesen Zeiten, ich muss viel mehr bieten. Ja? Also so dieses, und auch dieses, diese Leistungsshow, das sehe ich auch noch immer wieder. Ich bin so schön, ich bin so gut, ich bin so toll, wir sind die Besten, wir sind zuverlässig, wir machen das total schnell. Das interessiert uns alle nicht mehr. Ja? Vorteil- und Nutzenkommunikation ist im Content-Marketing das Um und Auf. Ja? In jeder Headline oder in jedem Titel muss ein Ergebnis, ein Nutzen stehen. Wir wollen alle sehen, was es da für uns gibt, was dann ein Ergebnis ist. Und Optimierungsmaßnahmen können ganz vielfältiger Natur sein. Wir werden dann einfach reingehen in die einzelnen Bereiche. Haben heute halt ein paar jetzt ausgesucht. So, alle gehen sich in 2 Stunden nicht aus, aber wir gehen in die Bereiche rein und wir schauen, was gäbe es dort für Möglichkeiten an sich zu optimieren. Ja. In allen Bereichen, also Split-Tests mache ich ganz viel. Die sind dazu da, zum Beispiel im E-Mail-Marketing geht es auch um die Farbe der Buttons. Ja? Oder man verändert in Split-Tests, ich habe 2, 3, 4 Anzeigen oder bei Google ist das selber.
Dann splittet es schon sowas. Ich nehme ein und dieselbe her, Anzeige. Ich habe eine Anzeige A, dann dupliziere ich die sozusagen und dann verändere ich ein Merkmal. Ja. Viele verändern bei den Split-Tests zu viel und dann kann ich wieder nicht genauso, worauf die Veränderung oder der Erfolg der anderen Kampagne beruht. Also ich muss mir ganz genau überlegen, was verändere ich dann, kann ich es später noch vergleichen. Ja. So, Sie da umschalten. So, ich habe mir jetzt heute, ich weiß ja nie, wer zu mir kommt, darum muss ich immer mehr oder weniger auf alles gefasst sein. Und ich habe jetzt mal einfach ein Beispiel eines Brandauftritts, wenn man so will, mit einer Performance, der extrem gut funktioniert. Es ist natürlich jetzt in der Theorie, aber gerne in der letzten Viertelstunde ein Experience Exchange. Ja. Jeder hat seinen Fokus. Natürlich, individuell. Wenn ich Performance Marketing ernst nehme, brauche ich eine Website mit hoher User Experience. Wir brauchen jetzt nicht reden über Basics, das maße ich mir nicht an, aber ich möchte trotzdem hinweisen, weil das oft so vernachlässigt wird. Oder viele warten auch die Webseiten nicht mehr gescheit. Ja? Ja, viele, oder man wird betriebsblind, was weiß ich. Ich habe ein Beispiel Ihnen reingegeben im Skriptum. Da war ich echt verblüfft von dieser User Experience. Das können wir uns vielleicht im Zeitblock nachher noch anschauen. Zumindest empfehle ich es Ihnen, dass Sie sich selber dann anschauen. Der Link ist dabei. Das heißt, habe ich eine Website, wo die Customer Journey gut geführt ist. Das heißt, von außen heißt, zum Beispiel von Social Ads, Search Ads kommen Leute auf meine Seite, auf eine Landingpage, auf eine Angebotsseite in den Shop. Ja? Was passiert jetzt dann? Die müssen sofort alles checken. Und wenn wir betriebsblind sind, müssen wir das halt natürlich von Testern und Testerinnen testen lassen und mit dem Feedback dann verbessern. Dann ist ganz wichtig, dass diese Seite natürlich on-page optimiert ist. Ja? Also wir schauen dann gleich noch ein bisschen rein, was das heißt. Dann mache ich Werbung dazu. Darum geht es heute auch in erster Linie. Aber der Content ist für mich jetzt einer der wichtigsten Dinge. Das heißt, in allem, wo ich bin, an allen Touchpoints, wo ich mich aufhalte, beziehungsweise wo sich meine Zielgruppe aufhält, um genau zu sein, muss ich schauen, dass ich dort mit dem richtigen Content die Leute abhole und überzeuge. Und wie gesagt, die Leistungsshow, die ist passé. Das heißt, ich muss einen Content finden, der die Leute überzeugt. Und dann rüberholen zu mir auf die Homebase. Ja? Das gilt für alles. Das gilt für jede E-Mail, also Emma heißt, ah, sorry, ist die Optis, sind jetzt mehr ausgegangen, E-Mail-Marketing-Automatisierung. Ja? Wenn man als EPU arbeitet und man eine starke Website hat, die gut optimiert ist, On-Page optimiert ist, man dann zum Beispiel sowas wie Search Ads schalten würde, Google-Suchanzeigen, und seinen Content gut strukturiert, aufbereitet, quer durch dann die ganze Palette hier, ja, und die Anzeigen gut im Griff hat, einen guten Kanal, wo meine Zielgruppe super repräsentiert ist, ja, von dort hole ich sie mir daher und dann habe ich sie mal da, gehe ich zum Beispiel als EPU ins E-Mail-Marketing, weil da habe ich extrem viele Möglichkeiten, viele Prozesse zu veronlinen, zu verautomatisieren. Ja? Und ich habe extrem gute Erfolge. Jeder mag halten jetzt davon, was er will. Mich wird dann am Ende vielleicht ein Austausch dazu, mir wird am Ende ein Austausch dazu dauern. Ich habe super Erfolge mit Gamification im Marketing. Ja? Ich habe einen super netten Freund, der Game-Entwickler ist, Game-Erfinder. Und das ist eine kongeniale Verbindung, Marketing und Games. Ja. Ich meine jetzt nicht die Spiele, die man sich gemeinhin so vorstellt. Ich kann nachher gerne ein Beispiel zeigen.
Gamification betrifft, Gamification haben alle gern. Unsere Umfragen bzw. Statistiken zeigen, dass Männer wie Frauen gleichermaßen spielen. Ja? Gamification kommt extrem gut. Ich bin im Wissensbereich, bei Wissensanbietern. Ja? Immer wenn es auch um komplexere Geschichten geht oder ja, ich habe zum Beispiel, wir haben ein Game gemacht, so eine Online-Strecke, wo es um Kennzahlen geht, weil das zipft alle immer an, ja, kennt sein, sehr langweilig Fahrt. Und da haben wir halt einfach ein Game entwickelt, dass man die schneller verinnerlicht. Und beim Spielen verliert man sich. Da denkt man nicht mehr dran, wow, das muss ich lernen. Ja. Ich lerne spielerisch, ich nehme spielerisch den Inhalt auf. Im Recruiting und Onboarding hat Gamification extrem hohe Erfolgsquoten. Ja, das wäre das Neueste für mich jetzt, ja. Natürlich, User-Generated Content braucht man gar nicht reden. Ja. Da kann ich Ihnen sicher nichts erzählen. Ja. Mir geht es jetzt auch darum, dass wir klären, wenn wir so einen Trichter uns anschauen, einen Funnel, ich muss ja noch nah zuerst Aufmerksamkeit erregen, die Leute, ganz eine simple Marketingregel, ich muss einmal raus in den Markt, dann muss ich mir eine Community aufbauen. Man sucht ja immer seinesgleichen, oder? Ja, die so tickt, zum Beispiel wie ich, weil sonst würde ich das, ja, das Ganze ja nicht machen, vor allem CPU. Dann muss ich schauen, dass ich an Website-Traffic generiere und eben daraus dann Interessierte und schlussendlich Kunden entstehen. Und das wird immer weniger natürlich, ja? Weil ich brauche da tröpfeln dann, da würden dann, wenn man sich das weiterführt, diesen Trichter, halt die Kunden rauströpfeln sozusagen. Und dann entlang dieser ganzen Reise von oben, weil da spreche ich mehr Leute an, zum Beispiel eben in Ads, geht es immer weiter. Es bleiben die über zum Schluss, die uns wollen, die sich wirklich dafür interessieren. Ja? Und die anderen holen wir zum Beispiel mit tagbasierten E-Mail-Marketing. Ja. Jetzt bitte ich Sie einfach noch zu reflektieren und ganz streng zu Ihnen, dass Sie ganz streng zu Ihnen sind. Ich habe jetzt halt irgendwas genommen. Das kann jetzt für alles stehen. Das kann auch für Dienstleistung stehen. Ja? Wie Ihre Performance entlang dieser Kundenreise ausschaut. Ich habe halt jetzt einfach da die einzelnen Etappen in einem Kreislauf und ich würde Sie einladen, dass Sie sich diesen Kreislauf mal anschauen und auf sich ummünzen und prüfen, wie schaut es bei mir aus, in meinem Bereich, in meiner Kategorie. Es muss kein Shop sein. Wie gesagt, es kann genauso gut Coaching sein oder sonst was. Ja? Der Kunde, den hole ich, also der klickt, sagen wir so, der klickt auf eine Anzeige. Welcher Ort auch immer, das ist jetzt gar nicht so relevant. Ja? Also es geht jetzt nur mehr ums Prinzip. Ja? Dann kommt er, wird er zu Ihnen in den Store oder auf die Seite die entsprechende gesendet oder geführt, ja, dann macht er den Kauf oder auch nicht, ja. Dann überlegen Sie sich, ja und gut, was passiert jetzt eigentlich nach dem Kauf? Was tue ich wirklich, nachdem bei mir gekauft wurde, ja, und in welcher Intensität, ja. Dann überlegen Sie sich einmal, ja okay, welche Aufzeichnungen habe ich jetzt zur Verfügung? Und wie weiß ich jetzt, was den eigentlich vorher gejuckt hat? Und ob er jetzt, wie das so weitergehen kann mit ihm? Stichwort Upsell, Cross-Sell. Ja? Und gehen Sie einmal diesen Zirkel durch, dann Abrechnung und Bestellung erfolgt, Bestellung eingegangen. Und das Produkt ist verkauft, ja. Und schauen Sie einmal, wie Sie sich präsentieren. Wirklich die strengsten ist, manche haben natürlich sehr strenge Kriterien, nur nah, ideal. Schauen Sie für sich, wie ist jetzt Ihre User oder wie ist die User Experience in Ihrem Shop? Wenn die was anklicken, also ich habe jetzt haufenweise wieder die Erfahrung macht, dass man in Shops einfach oft nicht weiterkommt. Da legt man was in den Warenkorb zum Beispiel und dann irgendwie gibt es da nichts zum, also manche, ja, es ist dann sehr behäbig, man kann nicht weiter. Ja. Der User muss sofort wissen, was der nächste Schritt ist und die Userin. Ja. Machen Sie das für sich einmal und schauen Sie, war sie eigentlich bei jedem
bei jedem Schritt, was passiert und wie kriege ich eigentlich das Ergebnis raus? Sind die Reportings zufrieden? Passt es, was ich da kriege? Und mache ich es auch regelmäßig oder die, die dafür zuständig sind? Und verbessern die ganze Experience, ja? Das habe ich vorhin schon ein bisschen angeteasert, und zwar ganz wichtig. Also für mich ist das einer der entscheidendsten Punkte, wo es halt oft hapert. Alle gehen am Anfang, oder viele gehen am Anfang mit der Gießkanne an das Ganze ran. Ja, ich gehe raus und ich brauche jetzt neue Kunden und jetzt mache ich Werbung. Sehr teuer im Übrigen. Ja. Ich muss jetzt einmal schauen, wo die Kunden sind. Das haben wir jetzt schon gehabt vorher. Und da muss ich genau dann mir überlegen, wo schauen die eigentlich, die Kunden? Wo denken sie nach? Wo vergleichen sie? Wo bilden sie sich ihre Meinung? Wo lassen sie sich inspirieren? Wo tätigen Sie den Kauf und wo werden Sie dann zu Kunden? Und entlang dieses Prozesses und wie empfehlen Sie dann weiter? Also werden Sie zu loyalen Stammkunden, ja? Je nach Branche total unterschiedlich natürlich, ja? Es ist total wichtig, dass Sie hier dann bestimmen oder dass Ihnen das bewusst ist, dass der Ort, an dem interessiert oder Leads schauen, nicht dasselbe sein muss, wo dann schlussendlich eben der Kauf getätigt wird. Das heißt, prüfen Sie doch bei sich mal, wo schauen Sie Ihre Zielgruppen, wo, also das kann eben auf Social Media sein, YouTube, Google, also Suche, dann haben Sie eine Website oder Bewertungsportale. Gastro, Hotellerie und so weiter. Ja, das ist eine eigene Philosophie nun. Oder geht es um Wissen? An die 70% der Leute entscheiden sich oder vergleichen von Blog zu Blog zum Beispiel. Ja, das heißt, habe ich einen super Fachblog, Expertinnenblog oder einfach einen Blog, wo halt viele Nutzen drin sein. Ja, mit einem Blog helfe ich immer weiter, ja, gebe Wissen weiter. Dann ist das entscheidend. Ich mache zum Beispiel auch bei Kollegen, in kongenialen Branchen auch in deren Newsletter Werbung für Angebot für mich. Ja, dort wird auch überlegt und geschaut. Ja, und dann kommt man zu ihnen und dann passiert der Kauf. Aber ist es wirklich bei mir im Shop oder gibt es da noch was anderes? Und so weiter und so fort. Bei den Stammkunden ist es so, oder was passiert auch zwischen Kauf und Stammkunde? Wie geht es weiter? Betreue ich die Kunden wirklich so gut? Würden die eventuell nicht öfter kaufen? Und was muss jemand kaufen, der schon einmal gekauft hat? Na, was ist dann der nächste Schritt für den oder diejenigen? Ja? Und wie geht es weiter? Was tue ich als? Was sind die Maßnahmen für Weiterempfehlungen, Word of Mouth. Der Slide ist im Grunde, wenn ich diesem Slide folge und alles jetzt einmal eintrage, sieht man schon sehr schnell, was für Pensum auf einen zukommen könnte. Vor allem vielleicht als EPU oder natürlich für eine Abteilung in einer Galerie. Ich mache das meistens so, ich arbeite extrem gern mit Whiteboards, Miro zum Beispiel. Ganz egal. Miro hat ganz viele verschiedene Funktionen. Und ich mache so, ich übertrage diese Phasen in einer Tabelle und fahre mit diesen Sticky Notes bzw. Post-its dann herum, weil da kann ich ziemlich alles herumschieben und trage mir jetzt dann mal ein, okay, wo schaut das Publikum nach? Und da befülle ich die. Ja? Und dann gehe her, das mache ich dasselbe für die anderen. Wer ist da jeweils betroffen? Und dann gehe ich her und sage, okay, wenn die da schauen, was für ein Content muss ich jetzt denen schicken? Ja? Und da bitte immer bedenken, ist das warmer, also kalter, warmer oder heißer Traffic? Ja? Ganz wichtig doch zu unterscheiden. Weil jemanden, der uns schon kennt, den braucht man nicht mehr so viel erklären. Ja? Die wissen schon Bescheid. Da geht es nur mehr ums, ich sage immer, abdrücken.
dann gehe ich her und sage, okay, in welchen Kanälen passiert das jetzt? Ja? Und welche Maßnahmen treffe ich da? Ja, da kann ich dann was messe ich da? Views, Impressions und so weiter. Ja? Das funktioniert extrem gut und das stellt man einmal auf und das darf sich natürlich verändern. Und auch, weil optimieren, kontrollieren, optimieren und so weiter. Es ist total interessant, wenn man sich diese Boards, ich mache immer 4 Boards im Jahr und man sieht das sehr schnell, also pro Quartal, und man sieht das sehr schnell, was sich verändert, wo die Reise auch hingeht. Super, super Möglichkeit. So. Ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, rechnen braucht man nicht in den 2 Stunden. Ich habe Ihnen da einfach, Sie können dann das eh nachschauen, wieder so ein Trichter aufgezeichnet. Und ja, wie Sie Tofu, also den Top of the Funnel, also wenn die Leute mal, das ist von unserem Verkaufsfunnel, von unserem Verkaufstrichter mal das Obere, was misst man da in erster Linie, ja? Weil jemand, der uns nicht kennt, der wird es nicht gleich kaufen, ja? Wenn man jetzt zum Beispiel als EPO tätig ist, ja. Das heißt, man misst in jeder Phase, wie man zu uns reist, ja, misst man ja ein bisschen was anders, ja. Das heißt, also da hier also hier habe ich da links die ganzen Werte, auf die es ankommt, die KPIs. Das betrifft nicht, also ich muss nicht alle immer, es müssen nicht alle immer, sagen wir so, auf mich zutreffen. Und hier habe ich eben, was passiert oben, wenn Sie mich kennenlernen, dann messe ich vielleicht eher Besuche von irgendwas. Da schaue ich, wenn ich Suchmaschinenoptimierung betreibe, ja, wo liegen jetzt die Interessen? Ja, wo schlagen die bei mir auf meiner Webseite? Oder ich schaue jetzt schon Social Ads und dann schaue ich halt, okay, welches Thema zum Beispiel bei mir halt, bei Blogartikeln oder so, wo schlagen die Leute auf? Welches Thema ist denn interessant? Ja, was etabliert sich da, was brauchen die Leute? Das hat man natürlich sofort heraus, die Tendenz. Ja. Click-through heißt immer, dass sie durchklicken. Ja, das heißt, Click-through kann sein, ich schalte Ads irgendwelcher Art, die klicken da drauf, kommen auf eine Landingpage und klicken da noch einmal, zum Beispiel, um etwas zu kaufen. Dann haben sie durchgeklickt. Ja, das ist eine eigene Messung. Und ich gehe da nochmal kurz nach links. Bei uns jetzt soll es in erster Linie zum Beispiel bei den Ads gehen. Ich habe jetzt dann gleichermaßen die behandelt. Also es ist der Cost per Click interessant. Das betrifft halt die Werbeanzeigen. Sollten uns alle beschäftigen mit dem Customer Lifetime Value. Also was tut der Kunde? Was ist der Gesamtwert, den der Kunde im Laufe seiner Beziehung zu uns generiert, dann Cost per Lead. Ja, wo ist das eigentlich? Cost per Acquisition. Ja, was sind die Kosten, die ich aufwenden muss, um den Kunden überhaupt zu gewinnen? Was kostet mir das? Ja, wie viele Kunden brauche ich? Würde ich natürlich vorher machen. Ja, beziehungsweise welche Kunden? Wie viel, um das Umsatzziel zu erreichen? Und natürlich interessiert mich dann, was ich aufwenden muss in der Werbung, um diese Kunden auch zu erreichen. Und dann geht es ja weiter. Was ist eigentlich zu tun, um diese Kunden gut zu binden und lang im Unternehmen zu halten? Ja? Das lese ich natürlich jetzt nicht, das war, das ist einfach für Sie, um nochmal nachzuschauen. Ja, mache ich das so? Rechne ich das so? Ja? Ist es das, wie wir es machen? Ja, vielleicht, wenn Sie Inhaberin sind und Inhaber. Einfach einmal zum Nachschauen, was das eigentlich genau ist. Ja, das sind die einzelnen Werte. Conversion ist immer eine Zielerreichung. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel vom Interessierten zum Kunden wird. Das heißt, wenn jemand klickt und was kauft bei uns. Ja. Conversion kann genauso gut sein, wenn jemand sich ein White Paper herunterlädt und aufgrund dieses White Papers noch ein Coaching bucht bei uns zum Beispiel. Ja. Kann ich nachvollziehen. Ich habe so ein Verhältnis noch reingeschummelt in diese. Wir schicken Ihnen das natürlich dann auch noch einmal zu. Gell? Die Präsentation sollten sich dann
aus der letzten Viertelstunde auch Fragen ergeben, werde ich die natürlich dann in die Präsentation noch reinnehmen und Sie halt bekommen dann ein Update, ist ganz klar. Ja. Aber ich habe zum Beispiel die Cost per Acquisition, also was kostet mich das Ganze, Werbeausgaben, um den Kunden zu gewinnen, im Verhältnis zum Customer Lifetime Value einmal hergenommen. Da gibt es ja diese berühmte der Relationenvergleich, wenn zum Beispiel die Cost per Acquisition, ja, zum Customer Lifetime Value sich verhält wie 1 zu 1, dann sollte ich schleunigst schauen, dass ich meine Strategie ändere, sage ich jetzt. Ja. Wenn das drunter ist, wenn das genau 1 zu 1 ist, sollte ich es trotzdem schauen. Ja. Also ich muss einen neuen Kurs einschlagen. Wenn das Verhältnis 3 zu 1 ist, dann passt das schon sehr gut und nicht nur sehr gut, dann ist es das an sich. Ja, ich mache dreimal so viel Umsatz, wie ich für die akquirierten Kunden ausgebe. Da bin ich daheim. Ja, da kann ich gut dann auf Maximierung gehen. Wenn ich da drüber bin, ist es auch, da geht's rasch dahin. Ich habe ein gutes Ergebnis, aber ich muss trotzdem, also ich könnte noch mehr, sagen wir so, ich könnte noch mehr erreichen, ich könnte mehr investieren. Damit ich organisch wachse, ja, zum Beispiel. So, und jetzt schauen wir uns an, jetzt gehen wir ein bisschen ins Detail und schauen, also diese Pyramide, die wir vorhin hatten, ja, zum Beispiel, was brauche ich? Das ist jetzt nur eine Möglichkeit, ja, von vielen. Jetzt gehe ich da einfach ein bisschen genauer rein und sage, worauf kommt es jetzt da an? Damit das eigentlich super funktioniert. Ja? Wenn ich jetzt die Website hernehme, dann könnte ich jetzt einmal schauen, ist das wirklich super On-Page optimiert? Ja? Ich muss für jede Seite meiner Website, für die ich ranken will, wenn Suchmaschinenoptimierung jetzt für mich relevant ist, von der Zielgruppe her, ja, dann muss ich schauen, dass da die Keywords sozusagen passen, stimmen, pfeifen. Ja. Die Tools, die ich gern verwende, sind, es gibt Tools und Tools, ja. Also ich weiß nicht, ob Sie Tools-Empfehlungen brauchen oder ob Ihnen das einen zweiten Locher kostet. Schreiben Sie es mir vielleicht auf, wenn Sie gerne Tool-Empfehlungen hätten. Dann nehme ich das gerne noch mit rein. Wollte es jetzt nicht, ja, ich denke mal, Sie sind eh alle vom Fach. Ja. Aber ich nehme halt gern Ahrefs und SEMrush zum Beispiel, da kann ich sehr gut auch alles vom Mitbewerb natürlich mitmessen. Ja? Ich muss natürlich schauen, dass mein Content 1A ist. Von Marketing-Geplapper und so weiter haben wir alle die Nase voll. Das zieht nicht mehr. Ich muss schauen. Also über Seiten, Ladezeiten und so weiter, technische SEO, da unterhalten wir uns natürlich jetzt nicht. Aber ich muss schauen, dass der Nutzen herauskommt und dass jeder sofort sieht in 3 Sekunden, was er kriegt. Ja, das heißt, wie gesagt, wir sind nicht die Helden in der Heldenreise, wenn man sich des Storytellings bedient, sondern die Kunden und Kundinnen sind die Helden. Ja, und da muss ich natürlich dennoch arbeiten. Wenn jemand von wo auch immer her zu uns kommt, auf die Seite, dann ist der zweite Klick, schaut er sich oder sie sich natürlich um, aber der nächste Klick geht unter Umständen vor allem bei EPUs, aber auch bei KMUs, auf die über uns, über mich Seite. Der dritte Klick dann zum Beispiel ins Impressum. Wir wollen ja alle wissen, mit wem wir es da zu tun haben. Ja? Wenn man zum Beispiel einen Job hat, dann ich schaue da immer noch prinzipiell, weil manche wirken auf mich schon durch ihre Limitationen im Shop, also wenn die User Experience schlecht ist im Shop, dann ist das für mich irgendwie schon ein ganz ein starkes Alarmzeichen oder Qualitätszeichen. Ich gehe sowieso dann raus, ist klar. Aber es soll schon alles stimmig und homogen sein. Ja? Also eShop ist noch einmal natürlich eine eigene Liga. Ich halte mich immer an EAT, wenn man es jetzt so aussprechen will. Also das ist ganz wichtig in der SEO. Das heißt, meine Seite, meine Website soll Autorität haben. Das heißt, sie ist wichtig, sozusagen, für Google. Wenn, und für die Suchmaschine. Ja, Google ist halt nur der Marktführer.
Wenn meine Seite eine hohe Autorität besitzt, ist sie wichtig. Das heißt, viele kommen zu mir, weil sie mich wichtig finden, weil sie da finden, was Google mir zum Beispiel mit Werbeanzeigen anbieten will. Ja? Seiten mit hoher Autorität, nona, genießen auch mehr Vertrauen. Und im Marketing, wie wir alle wissen, geht es nur um das. Ja? Sie kaufen nicht vorher, bevor sie uns nicht vertrauen. Und das muss uns klar sein. Erfahrung, Expertise. Ich habe eine Website, um nicht damit ich auch, damit ich natürlich präsent bin, schon klar. Aber ich habe eine Website, damit ich über sie verkaufe. Ja, ich habe eine Website, damit man was von mir erfährt und ich meine Expertise nach außen tragen kann. Und die Website, wenn sie gut gewartet ist, ganz wichtig, ja. Dann passt das schon. Wir haben den Religionskrieg, zum Beispiel, was SEO betrifft. Ich muss nicht unbedingt immer einen Blog haben, zum Beispiel, um in der Google-Suche weiter nach vorne zu kommen. Ja, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Ich muss meinen Mix finden. Ja? Ganz wichtig ist, das vergessen viele, ich weiß nicht wieso, aber dass man die Website in der Google Search Console indexiert. Und ich arbeite gern mit den anderen Google-Produkten zusammen. Das heißt, der Unternehmen, für alle, für die regionale Suche wichtig ist, würde ich mich da ganz gut reintigern ins Unternehmensprofil. Da ist ganz viel drinnen. Ja, also das sind fast 88% der Suchen, die über regionale Suche kommen dann am nächsten Tag im Shop vorbei, zum Beispiel. Ja, beziehungsweise im virtuellen Unternehmen vorbei. Und das ist sehr viel. Ja. Ich mache immer einen Kommunikationsplan. Nona, das wird bei Ihnen nicht anders sein. Da mache ich vielleicht einen Redaktionsplan. Bei mir ist das ein bisschen smarter. Ja. Und natürlich das Ganze verbunden mit einem Webanalyseplan. So wie ich es vorher hatte mit den putzigen Post-its zum Beispiel, das geht natürlich in super hochprofessionellen Excel-Sheets unterschiedlich. Jeder hat seine Pläne, ja. Und ganz wichtig ist eben, was will ich jetzt mit der Website, ja? Also ich schaue mir wirklich jede einzelne Seite an. Ist auf der Seite alles klar? Ist diese Salespage konvertierend, ja? Kommen, wenn die Leute da hinkommen, funktioniert das? Kaufen? Das kann ich natürlich alles messen. Ich messe gern zum Beispiel auch nur nach die Verweildauer auf Websites, weil das sagt mir natürlich, je länger jemand auf den Websites ist, nur nach, desto interessanter oder ja, desto besser ist der Inhalt oder desto mehr gefällt der Inhalt. Ja. So, wieder am Miro-Board Screenshot. Ich mache das auch so, um das Ganze zusammenzuführen. Ist es für mich, zum Beispiel, da geht es um Lead-Generierung, ja, und zwar die Lead-Generierung top of the funnel aus dem Marketing. Da gehe ich her und mache mir halt einmal zuerst den Punkt und schreibe mir da auf oder mache wieder diese Post-its mit den Stichworten. Was muss ich tun, um meine Aufmerksamkeit zu erregen, um meine Awareness zu steigern? Ja? Dann hänge ich das da her. Ja? Was muss ich tun, um dann zum Beispiel die Leute zu interessieren oder zu sensibilisieren für ein Thema? Ja, das kommt einmal aus dem Marketing. Ja. Dann gehe ich in weiterer Folge her und sage, okay, was muss ich tun, um vertriebsgetrieben Leads zu nähern? Ja. Und schreibe mir da die ganzen Maßnahmen auf. Und das ist mein Verkaufstrichter, der mich dann zum Schluss zum Handeln bringt, am Boden des Trichters. Ja. Passieren ja dann die Käufe, ja? Customers in the Purchasing Stage. Was passiert, wenn die Leads dann schön langsam konvertieren anfangen? Was passiert dann? Und wenn ich sie dann in die Kundenbindung bringe, was ist zu tun? Ja, genau, mal kurz zurück. Dieses Board verbinde ich dann, ich verknüpfe immer Miro-Boards und verbinde das immer auch einmal so ein Hauptboard zum Beispiel, weil da habe ich schön den ganzen Trichter zusammen und weiß, was mich dann erwartet, mit den ganzen Reportings nachher aus den einzelnen Content- und Redaktionsplänen. Das funktioniert super gut. Ja, und jetzt dann
hätte ich mir ein Set ausgesucht. Also ich habe extrem gute Messungen und Erfolge mit Responsive Search Ads zum Beispiel und können uns ja dann austauschen zum Schluss. Jeder hat seinen Fokus, ja. Was am besten geht. Ja, also ich habe einerseits jetzt im ersten Search Ads, dann ein bisschen Ausflug in die Social Ads, aber ja, im Überblick, dann ins E-Mail-Marketing und dann schauen wir, wie wir das Ganze verbinden in einem großen Masterplan. Responsive Search Ads steigern extrem Performance, Reichweite und Conversions. Ich habe jetzt wahllos von der Branche irgendwas genommen. Ja. Da haben wir so zwar so typische, sehr große, ich meine, der, aber ich habe, wir schauen uns das gleich an, in diesen Titles und in diesen Descriptions. Es mag jetzt nur ein, so ein, so eine Search, also Responsive Search Ad, mag jetzt nur ein kurzer Schnipsel sein, aber wenn man das gescheit macht, ist extrem viel drinnen. Ja? Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt da irgendein Beispiel genommen, ja, wenn ich zum Beispiel in Google Ads in meinem Konto eine Kampagne aufziehen würde und ich bin ein Studio, das Yoga und Pilates anbietet, ja, dann mache ich meine, brav meine Keyword-Liste zu Yoga und meine Keyword-Liste ist jetzt wirklich ganz nur im Groben oben drüber zu Pilates. Viele mischen das und machen Anzeigen, vor allem Smart-Anzeigen, wo sie dann alles reinhauen. Ja, das ist ganz natürlich, das ist, ich sag dann, ich hau das Geld in die Luft oder spende es am guten Zweck. Also das ist, ja. Also so macht man es jetzt einmal richtig, dass man das alles trennt und schaut, wer halt Jobs hat, der hat es, der muss natürlich noch komplexer machen, ist schon klar. Aber ich wollte jetzt nicht gleich so eine ganz eine fette Matrix hergeben. Ich hoffe, das passt so für Sie. Und es ist so, also die Slides, da sind einfach vollgeschrieben, damit Sie es nachher später noch einmal durchgehen können, wenn es Ihnen gefällt. Ja. Ich springe jetzt da weiter, weil alles, was da draufsteht, sage ich Ihnen noch gleich. Das ist jetzt nur für Sie ein Slide zum Orientieren. Ja. Also, ich springe nochmal kurz zurück. Das ist eine Sponsored Ad. Und da habe ich einfach einen Screenshot gemacht aus meinem Ads-Konto. So schaut das dann aus. Ich gehe ja rein und fülle dann noch diverse Grundeinstellungen, Basics, und geh dann in meine Anzeige. Und da sind einfach ein paar Sachen wichtig, die den Erfolg dieser Anzeige, dieser Responsive Search jetzt ausmachen. Ja? Ich habe ich habe diese Überschriften, da kann ich bis, also über 10 Stück machen, gebe die rein, texte die und die sollten allein, die sind dann da sichtbar. Und das sind die, die mich halt hooken, ja, die ihre Zielgruppen dann dazu bringen, sie zu klicken. Und da muss ich natürlich schauen, da steckt jetzt alles drinnen. Da ich Google Search Ad zu machen, da lege ich jetzt das ganze Wissen rein zu Customer Journey, Ziele, Zielgruppen. Was will ich jetzt eigentlich? Oft werden die nämlich total oberflächlich gestaltet. Es ist wichtig, also da habe ich eben diese Positionen sozusagen und die mischt Google mir durch. Je nachdem, was draußen sozusagen gesucht wird, was unsere Zielgruppe sucht, spielt Google dann die Kombination aus, die dieser Suche am besten die beste Lösung gibt, verspricht. Ja? Und das ist eine ziemlich coole Geschichte. Und da was ich dann da in den Beschreibungen her schreibe, ja, das muss natürlich tipptopp sein. Das ist dann, das holt mich zunächst mal, aber da hier lege ich dann noch eines nach. Ja? Und ganz wichtig immer, es muss einfach immer Ergebnis Nutzen sein. Oder natürlich kann ich, wenn ich schon sehr bekannt bin, gebe ich meinen Namen hin, natürlich. Ja, ist eh klar. Aber ich muss schauen, dass ich irgendwas anbiete, nun na, ja, die Leute brauchen was. Und wenn ich das sehe, okay, jetzt schaue ich einmal, wie ich da rank, oder ich mache eine Website-Analyse an, ganz egal, ja, dann interessiert mich das natürlich, weil ich meine Website verbessern will. Ja, also ich muss immer schauen, Zielgruppe, logische Geschichte, wie wir alle wissen. Ja?
dann, also da hier sitze ich oft wirklich, ja, da vergeht schon ein bisschen Zeit. Da legt man sein ganzes Hirnschmalz rein. Viele füllen das einfach aus, leider. Und ja, machen wir schnell, tun schnell, schauen wir es uns dann an. Ja? Aber es zahlt sich wirklich aus, wenn ich da mir ganz genau überlege, was ich reinschreibe. Ja? Finale Url ist klar, da wird natürlich dorthin verlinkt. Und dann habe ich, also dann darunter, sonst würde der Screenshot jetzt zu lang, darunter stehen dann diese Beschreibungen. Das fülle ich alles aus. Und die Hacks dazu, ja, Hacks noch normal ist zu Google Search Ads, wenn ich diese Extensions noch mitnehme, diese Sitelinks, ja. Ich kann so eine Anzeige, die haben die vorne, also die SEO-Agenturen, die haben ja eh recht kurz und knackig das Ganze gehalten, obwohl sie ein Foto auch dabei haben. Aber da ist ganz wichtig, dass ich diese Sitelinks und Asset-Typen, nennt sich das, zum Beispiel, wenn ich Gutscheincodes habe oder wenn ich angerufen werden will, ja, je nachdem, was ich brauche und ich zu geben habe, ja. Dann setze ich die noch dazu und hier in der Vorschau kann ich ja eh schauen, wie das Ganze ausschaut. Ja? Und da hier wird nicht so häufig geklickt, aber die Autorität meiner Anzeige wird dadurch größer. Also die Anzeige wird besser dann genommen. Es macht sich gut, wenn da nicht nur ein Zeilchen steht, sondern wenn ich diese ganzen Asset-Typen mit ausfülle. Und da muss ich mir heute halt überlegen, was macht es in meinem Fall Sinn? Ich zum Beispiel mag nicht angerufen werden, weil ich verliere dadurch natürlich Zeit. Ja? Bei mir geht es anderweitig. Ja? Ich schaue, dass ich zum Beispiel, ich arbeite sehr viel mit Codes. Ja? Das funktioniert wieder seit einigen Jahren natürlich wieder gut, aber das geht total easy. Da sind wir auch schon gewöhnt dran. Ja? Und da führe ich die Leute dann auf meine Seiten, auf die ich sie führen will. Und ab da geht es dann weiter. Und was Sie sehen, ich weiß nicht, ob Sie selbst Responsive Search jetzt machen. Da kann ich mich austoben ohne Ende. Ja? Aber im Laufe jetzt der Jahre, dies für mich, beziehungsweise für meinen ganzen Kundenkreis, als wirklich super Methode herausgenommen. Ja? Ich würde auf jeden Fall die maximalen Assets ausreizen. Das heißt, ich überlege mir ganz genau, was passt zu mir, so wie ich es jetzt gerade gesagt habe, was nehme ich und möglichst sorgfältig das Ganze aufsetzen. Ja? Bei den Titeln und bei der Beschreibung würde ich variieren mit verschiedenen, also Titel in verschiedenen Längen. Und wichtig ist, manche denken da in Synonymen. Also bei diesen haben wir dort überhaupt zwei Titel gehabt? Ja, da. Das wäre ein Titel hier, ja, und das der zweite. Ja. Und manche machen das aber so, dass sie zu viele ähnlich klingende Titel haben. Das schaut natürlich dann blöd aus, wenn ich da zweimal das gleiche oder ähnliches stehen habe. Das passt nicht. Ja. Das geht nicht zusammen. Das heißt, bei der Erstellung einer Search-Ad muss sie extrem darauf achten, dass die wirklich eine Variation drin haben. Die sollten allein funktionieren, aber auch miteinander natürlich sehr gut. Ja? Ich experimentiere auch ganz viel mit natürlich nur kürzeren Formulierungen, Mobile First, Mobile Only und längeren Formulierungen. Ja? Das geht sich meistens sehr gut aus. Ja? Ich pinne an, das heißt, ich kann. Also das Hauptkeyword, ja, jede Anzeige hat ein Hauptkeyword, so wie die Seite, auf die sie führt. Die pinne ich an Position 1 an. Und Firmennamen zum Beispiel eher an 3. Ja. Und, ja, anpinnen heißt, dann entsteht dann da, ich setze da die Überschrift ein und wenn ich das drinnen habe, steht dann da ein Pin. Ja. Und wenn ich da draufklicke, kann ich bestimmen, wo ich es hinpinne. Also erscheint nur an Position 1, erscheint nur an Position 3. Ja. Und dann kommen schon sehr, ich sage jetzt nicht designte Anzeigen heraus, aber die machen schon richtig Sinn. Ja. Dass sie wichtige Inhalte in den Assets, ich meine, das ist redundant, hätte ich gesagt. Ganz wichtig ist, vielleicht 8 bis 10 Titel nehmen, ja, also das wirklich ausreizen und dann 2 Beschreibungen fertig, ja, und das wird dann immer durchgemischt. Keyword-Recherche brauche ich jetzt Ihnen, glaube ich, nicht so, ja, ist das um und auf, die kann ich so und so machen, ja. Ich sehe das schon immer wieder noch,
dass die Keyword-Recherche mehr oder weniger wirklich auf die leichte Schulter genommen wird oder es wird zu viel. Also das Gießkannenprinzip ist natürlich stark da. Attribute, Services, Produkte durch starke Attribute nehmen. Ja. Und Call to Actions, Handlungsaufforderungen, immer contentbezogen. Das ergibt, also wie gesagt, diese Vorteile und Nutzen. Kommunikation, das brauche ich Ihnen nicht erzählen. Ja. Laut Google Server, ich habe da vorgestern noch einmal nachgeschaut, sollte ich das kombinieren. Also ich mache nur manuelle Kampagnen, ja. Aber Google empfiehlt nun auch, mit Smart Bidding zu kombinieren. Das heißt, die automatisierte Platzierung, nämlich für bestmögliche Werbepositionen. Ich habe eine super Performance, ja. Und ich platziere die Keywords und per Smart Bidding so sucht dann die Maschine sozusagen die besten Positionen sozusagen aus, wird oder ersteigert sie. Ja, Bidding ist das Bitteverfahren. Ja, und der Hack da, also ich mache immer am Anfang, jeder, der anfängt, 2 bis 3 Anzeigen parallel erstellen, ist klar, damit ich gut variieren kann und gut reinschauen kann. Ja, und 1 bis 2 mache ich immer mit identischem Titel, den ich fixiere. Und dann an ohne fixierte Assets. Und dann schaue ich mir, dann freue ich mich schon auf die Leistungsberichte. Schauen wir einfach an, welche Variante besser performt. Ja? Und Search Ads mit Google Displays kombiniert, wer es braucht. Die Displays sind die Banner, dann mit Real-Time-Advertising verbunden. Dann ist man wirklich in der Königs-Königinnen-Disziplin. Ja? So, ich hoffe, das war jetzt nicht so, ja, intensiv. Ich habe Ihnen nichts unterschlagen. Wir haben alles. Dann immer ein bisschen überprüfen, ob wir eh alles abdecken und erreichen. So, bei den Social Ads, das sind natürlich die, wo alle eher noch daheim sind, oder? Und anfangen. Wie gesagt, zielgruppenabhängig, nur nein, branchenabhängig, ist meine Zielgruppe dort. Funktioniert das? Kann ich sie dort überzeugen, abholen? Ja, dann bin ich natürlich dabei. Nur nah kann ich damit Conversions erreichen, Reichweiten, Traffic auf meine Webseite bringen und so weiter. Ja, Conversion-Rate, Cost per Klick ist da jetzt wichtig. Ja, Link-Klick. Ich bin jetzt einfach da, habe mir ein Slide wiedergefunden, welche Netzwerke, welche Nutzerzahlen haben, das ist natürlich in die Höhe geschossen bei YouTube, ja, aber ja, Insta und Facebook passt eh. Bei LinkedIn ist es so, ich weiß nicht, wer von Ihnen LinkedIn braucht und nimmt, da ist es halt, das wird nicht besser, ne? Das ist extrem teuer. Beim Kundinnenwert von 500 Euro macht sich das erst irgendwie bezahlt. Ja. Also man muss da echt ein paar Tausender investieren und ganz viel testen in den ersten Monaten. Ja. Da müsste ich aber schon organisch ordentlich bespült haben. Ja, also ja, ich stelle jetzt immer mehr fest, dass Leute eher organisch betätigen. Ja, aber wie wir wissen, organisch, ja, es geht halt dann darum, um die Awareness. Ja. Der Einsatz der Mittel ist halt unterschiedlich. Ja. Blogartikel, Website, Vlog, Ratgeber, tatata, ja. Leitfaden, White Paper, ich freue mich immer drauf, wenn es irgendwo natürlich neue White Paper gibt. Die habe ich alle. Ne? Checklisten, also alles, was in PDF geht und so weiter, das ist alles, da ist der Markt, also da sind wir wirklich übersättigt. Ja? Also jetzt geht es auch wieder in Richtung, weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber freue mich auf einen Experience Exchange zum Schluss. Es geht viel wieder in Richtung mehrteiliges Nonar. Also wenn so Lead-Magneten und Freebies im Spiel sind, im E-Mail-Marketing arbeitet man natürlich stark damit. Also ich mache super gern so kleine Mini-Online-Kurse. Ja, das kommt extrem an. Aber die müssen wirklich kompakt sein, nur nicht zu viel. Also wir konsumieren wirklich schon stark alle zusammen. Und also ich habe bei einer Firma mal zum Beispiel, das ist extrem gut. Wie gesagt, ich mache wirklich super Erfolge mit Gamification, weil es was Kurzweiliges ist und die Leute dann schnell im Thema sind und dann sind sie einfach, man schafft eine super Atmosphäre. Und ich habe auch super Erfolge mit halt Apps, aber da muss man sich überlegen,
ob sich das auszahlt, diese Investition, ja. Oder in einer technischen Firma, in der ich gearbeitet habe, habe ich mir an so einen Produktfinder und einen Planer programmieren lassen, ja, dass die Leute, die Kunden dann ihre eigenen, zum Beispiel Dachabsturzsicherungen planen konnten. Super ankommen, ja, für Awareness zum Anziehen und aber auch dann in der Retention für die Kundenbindung ist das extrem gut angekommen. Social Ads, Ihre Erfahrung, ja, also YouTube-Ads sind sehr tricky thing, finde ich. Da muss man stark dahinter sein. Aber man muss natürlich alle Ads immer gut beobachten. Ich habe jetzt einfach nur irgendwelche genommen. Im Ausdruck, die haben mir halt gefallen. Da ist eins ganz wichtig, was und wer intensiv Social Ads macht, zum Beispiel Facebook, Insta. Die Zielgruppengröße ist natürlich wichtig, die Frequenz. Und ich muss schauen, bei der Frequenz ist es so, eine gute Frequenz im Top-of-Funnel ist 1 bis 2,5 zum Beispiel und im Retargeting sicher mehr, nona, wenn ich die Leute dann noch einmal versuche zu holen. Und immer schauen, dass ich das Budget natürlich im Blick habe und gut ausrechnen kann. Ja? Die Zielgruppengröße mal der Frequenz durch 1000 mal den Kost per Mill ergebe mein Budget. Das können Sie sich dann eh anschauen. Und es darf jetzt schon natürlich mehr sein. Da hat sich einiges getan. Ne? Also pff, im Verhältnis zu, was nicht, von vor 2 Jahren oder so, muss man jetzt schon ordentlich in die Tasche greifen, was die Investition betrifft. Ich mache so immer. Ich habe mir so einen, habe Ihnen da halt einen Link reingegeben. Ich berechne das Ganze einfach mit so einem mit so einer Vorlage, mit so einem Performance-KPI, Marketing-KPI-Rechner. Und da habe ich dann alles schön drinnen. Ja. Da schaue ich mir dann an, was soll der Cost per Klick denn ausmachen? Ja. Und wie viel soll ich jetzt investieren, um dieses Ergebnis herauszubringen? Das heißt, ich muss mir überlegen, wenn ich jetzt Anzeigen schalte, kann ich es nicht, natürlich nicht nur schalten, sondern ich muss schauen, wie viele Klicks brauche ich jetzt, dass daraus auch Kunden werden, ja. Und das heißt, da muss ich natürlich, also gerade da muss ich natürlich anfangen und viel mit Trial and Error arbeiten, beziehungsweise ich muss die Daten meiner Anzeigen, ganz wichtig, immer im Blick haben, ja, und die Daten erfassen, sammeln und ja, Click-Through-Rate bestimmen. Die Click-Through-Rate ist die, die ich vorhin angesprochen habe, wenn jemand Social Ads macht, wo draufklickt. Ja, wenn ich über Social Ads einen Klick generiere, dann kommt jemand auf meine Angebotsseite oder sonst wohin und dort passiert dann ein Kauf. Das ist durchgeklickt. Ja. Also wie viele Userinnen, die die Anzeige gesehen haben, haben auch geklickt. Und da ist unterschiedlich je nach Branche. Ich weiß jetzt leider nicht, aus welchen Branchen sie halt kommen. Also Branche schon, also aus welchem Eck genau sie halt kommen. Das muss man sich anschauen. Ja, Cost per Acquisition ist und Conversion haben wir, glaube ich, jetzt schon. Der Cost per Acquisition heißt, Acquisition ist der Kauf, Verkauf. Was kostet es, einen Kunden, eine Kundin zum Kauf zu bewegen? Nicht unwichtig, hätte ich gesagt. Ja, das wird natürlich, habe ich jetzt neckisch hergeschrieben, immer unter dem VP liegen, ja, damit das Ganze abgedeckt ist, gedeckt ist, Deckungsbeitrag. Ja, beim Online-Shop Conversion-Rate, ja, da liegt, da sind wir beim, also Conversion-Zielerreichung, da liegen wir beim E-Commerce, ja, zwischen 2 und 4%. Das heißt, wie viele Klicks sind jetzt notwendig, um eine Conversion zu erzielen? Ich habe Ihnen da dann einfach notiert, wie man das Ganze errechnet. Ja? Die erforderlichen Klicks mal der Kosten per Klick ergibt dann die Kosten dieser Conversion. Ja? Und da muss ich schauen, wozu entscheide ich mich jetzt? Ja? Ich mache es zum Beispiel bei Google Search Ads, um noch einmal ganz kurz zurückzugehen, immer so, dass ich schon eher dazu neige am Anfang, dass ich auf Klicks maximiere, wenn es darum geht, dass man mal Leute überhaupt holt, dass man Traffic einmal generiert und bringt. Das ist eine strategische Entscheidung. Ja? Wenn ich auf Conversion gehe,
ja, in der Google Search Ad, dann ist es natürlich relevant. Das ist immer teurer, ja, weil es ist ja schwerer, an Kunden oder an Interessenten, sagen wir so, Interessentin zum Kauf zu bewegen, als einmal ihn nur zum Klick zu bewegen. Ja. Bei Facebook soll ja bei jedem Klick und bei Google, wenn es bei der Conversion, wenn es dann durchgeht, zum Beispiel auf die Sales Page. Nur als Sidestep jetzt, bei den jüngeren Kanälen, bei den Kanälen, die nicht so, die noch neu sind, sagen wir so, das ist ihre unternehmerische Entscheidung oder Strategie. Nun, na, das ist es an sich immer, ja, aber wie alt ist die Zielgruppe und wie schaue ich, also was brauche ich dort? Natürlich, soll ich dort werben, zahlt sich das aus? Ist das meine Zielgruppe? Wie kann ich das angehen? Also, für mich jetzt nur ein Side-Step. Aber es geht sich leider nicht aus in diesen 2 Stunden. Was jetzt dann extrem für EPUs vor allem extrem interessant ist und profitabel, sage ich jetzt, wenn man es wirklich gut anpackt, ist jetzt E-Mail-Marketing. Da geht es nicht nur um Lead-Generierung, da geht es um Targeting. Da geht es um Retargeting, da geht es um Reaktivieren von. Es gibt Leute, die kommen zu mir, UnternehmerInnen kommen zu mir, die haben, was weiß ich, einen Verteiler von 2000 Personen und lassen es liegen. Ja, da fange ich immer fast zum Weinen an, innerlich. Es geht dann recht schnell, dass man das dann wieder aktiviert. Ja? Und der Kinsta-Screenshot da ist jetzt circa ein Jahr alt, muss ich nachher nachschauen. Im E-Mail-Marketing haben wir besonders seit 2020 noch, also wir haben also bis 2019 Öffnungsraten gehabt von 27%. Ja, also wirklich lang, ja, solide. Und vor allem im B2B-Bereich wird die E-Mail als das Medium angesehen, das am vertrauenswürdigsten funktioniert. Ja, die meisten Verkäufe finden über dieses Medium statt, über diesen Kanal. Ja. Und also meiner Meinung nach kann ich mit E-Mail-Marketing so auf Tuchfühlung gehen mit meiner Zielgruppe und durch deren Klickverhalten im Kanal feststellen, so viel enger oder viel mehr feststellen, als wenn ich mit ihr oder mit ihm in einem persönlichen Gespräch sitze, ganz ehrlich. Weil ich habe dann natürlich eine Gruppe da und kann das über einen Zeitraum immer gut vergleichen. Ja? Zum Beispiel automatisiert, ganz stinknormale automatisierte Willkommens-E-Mails, ja, sorgen für zweithöchste Öffnungsraten. Schauen Sie sich nachher da die Zahlen an. Ja. Oder Warenkorbabbrecher, ja, kann man da extrem gut wiederholen. Ja. Ich habe in der Nähe von dem Anbieter erzählt, habe ich eine extrem gute User Experience gehabt. Da habe ich, Sie werden jetzt lachen, aber es ist tatsächlich so, da habe ich im Standard, glaube ich, einen Artikel gelesen. Das war ein PR, so Editorial eigentlich, über den Anbieter. Das sind zwar, einer ist Apotheker, ja, und die haben halt 10 Jahre getüftelt an einer Kreation für Parfums. Und der Artikel war so exzellent geschrieben und der hat mich so gecatcht, dass ich von der Hardcopy auf deren Webseiten gegangen bin, in den Shop und in den nächsten Sekunden dann Parfum bitte. Da ist ja, da glaubt ja jeder, ich meine, man hat einen Vogel. Aber das war alles so klar für mich und ich habe es gekauft. Und es ist nicht ganz günstig, es ist ja nicht ganz teuer, aber die haben das so genial gemacht und auch diese User Experience in dem Shop ist ein Wahnsinn. Und wenn man sich, abonnieren Sie die, wenn man sich die anschaut, die machen das wirklich in Reinstkultur. Was nämlich nach dem Kauf. Ja, also die verbinden off und online exzellentest. Ja. Und so soll es auch sein, natürlich. Ja. Beim E-Mail-Marketing, ich tue gerne zeichnen, wie Sie schon sehen, habe ich jetzt da einen Basic Workaround für Sie. E-Mail-Marketing heißt nicht ein paar E-Mails raustuschen, sondern das ist Ihr Business, Ihr Geschäftsmodell wirklich auf einem Plan in einem Flussdiagramm. Ja, da kann man Kampagnen machen und Workflows gestalten bis zum Umfallen. Und ich bin in tagebasierten Systemen unterwegs. Das heißt,
Ich kann ob jede Handlung, die irgendjemand lädt, ganz egal, bei mir macht oder auch außerhalb von meiner Website macht, taggen und dann in einen meiner Funnels legen. Ja? Das heißt, grob gesagt jetzt, ich mache zum Beispiel Google Search Ads mit einem Thema. Ja? Das, also ich habe im circa im Juni immer alle meine Coaching-Pakete verkauft. Und das mache ich mit dieses, so könnte es mal, also so simpelst könnte man das jetzt sagen. Ich mache Google Search Ads zu den Themen, um die es geht, hole die Leute dann auf die jeweiligen Landing-Pages. Da laufen natürlich Tests ab, Split-Tests, die sind schon gut optimiert. Und dann gehe ich her und wenn die da klicken, kommen sie zum Angebot. Oder es ist da natürlich schon drauf. Und also ich arbeite noch Russell Brunson. Das ist meiner Meinung nach ein genialer Verkäufer. Aber es ist ganz wichtig zu sagen, dass das ein Amerikaner ist und die natürlich ein bisschen anders verkaufen als wir. Muss man natürlich anpassen an unsere Märkte sowieso und an unsere Zielgruppen. Ja? Aber ich mache zum Beispiel, ich betreue ja Unternehmerinnen, die auch zum Beispiel, also Coachinnen, Beraterinnen, Dienstleisterinnen. Bei denen kommt es auch darauf an, dass sie zum Beispiel auch Online-Kurse anbieten oder Coachings anbieten oder Vorträge machen und so weiter. Ja? Und da geht es darum, was ist zu tun, damit die von da herkommen, ins Angebot gehen und dann auch gleich in einen Upsell mitgehen. Ja, weil für, wie gesagt, für EPOs ist der Zeitfaktor ein wichtiger Faktor. Ich kann nicht mich zu Tode arbeiten mit 1:1-Coachings. Wenn ich EPU bin, geht gar nicht. Ja? Das heißt, ich muss schauen, dass ich die Leute ähnlicher Interessen in Gruppen zusammenfasse. Das bleibt als EPU nicht aus, würde ich mal sagen. Und die dann nennen wir es mal einfach Mastermind-Gruppe führe. Ja? Und ich verkaufe nicht nur eins, ein Teil, wenn ich EPU bin, sondern ich schaue immer, dass auch Upsells stattfinden. Stark vereinfacht natürlich dargestellt. Man könnte das auch so, also E-Mail-Marketing-Funnels, es gibt, ich stelle nochmal kurz zurück, es gibt ja immer, denken Sie noch einmal bitte an die Thematik kalter, warmer, heißer Traffic. Es gibt ja immer ein Lead-Funnel, ja, das heißt vom Interessierten einmal, also ich bringe ihn von außen, wo ich mit einer Anzeige irgendwelcher Art auf mich aufmerksam mache. Bringe ich ihn oder sie einmal zu mir, ja, und da ist einmal was abzuholen. Das kann ja auch ein Leadmagnet sein, zum Beispiel ein White Paper oder sonst was. Anderes Geschenk. Es muss auf jeden Fall was super Brauchbares sein, ohne dass ich nicht mehr leben kann, ja. Und hol mir das dann und ob da geht dann der weitere Funnel los, ja. Man braucht die Touchpoints 7 bis 11 Mal hast sie, aber pff, das hängt ja wirklich stark vom Produkt, von der Dienstleistung, von der Branche ab. Ist das Produkt besonders erklärungsbedürftig oder ist es ganz einfach? Ja? Je erklärungsbedürftiger, desto mehr muss ich mich natürlich ins Zeug legen, damit ein Interessent, eine Interessentin mir vertraut. Und je nachdem werden auch diese Workflows oder Funnels gebaut. Ja? Sind natürlich nicht nur 4 Schritte, sondern da kann man ganz schöne Dinge machen, sage ich jetzt. Und zwar, man könnte zum Beispiel, da sind wir jetzt schon im Bereich der E-Mail-Marketing-Automatisierung, ja. Ich könnte zum Beispiel schauen, Reiseanbieter habe ich mir da halt ausgesucht. Ich biete was an, da ist die Auftragsbestätigung und dann sind ja ganz viele Prozesse noch zu tun, wo wir ziemlich viel Zeit liegen lassen oder wo wir durch wechselnde Korrespondenzen Ressourcen verschleudern müssten, ja? Oder auch stinknormale Terminvereinbarungen und so weiter. Das lässt sich alles extrem lässig und sehr wirklich erfolgreich mit E-Mail-Marketing lösen. Ja? Wenn ich zum Beispiel, wenn jemand einen Auftrag bestätigt hat, kann ich ihn noch verwöhnen bis zum Urlaub, ja, mit diversen Themen. Ich habe jetzt einmal einen Anbieter, bin da offenbar anfällig scheinbar, aber ich habe wirklich einen exzellenten Anbieter für meinen nächsten Urlaub gefunden und die haben das so ähnlich gemacht, ja.
die haben mir nicht geschickt, die haben es eher einen gültigen Reisepass. Das sind jetzt nur Beispiele. Aber Sie könnten sich überlegen, ob der Auftragsbestätigung, weil das soll ja nicht aussehen, bitte. Dann, nur weil er jetzt einmal gekauft hat, ist es ja noch nicht vorbei. Aber was kann ich tun, um ihm die Zeit oder ihr die Zeit bis zum Beginn des Urlaubs zu versüßen oder um die Dramaturgie zu steigern? Da sind wir natürlich wieder stark im Content dabei. Ja? Nutzen, Kommunikation, Content, das lege ich da hinein. Zum Beispiel schaue ich auch, was gibt's, ist der, die jetzt justiert, ein paar organisatorische Dinge, eine Packliste, einfach lässige Sachen, die ja meine Vorfreude von Urlaub erhöhen. Und nach dem Urlaub natürlich geht es jetzt weiter. Nicht ganz so stark, aber da ist man, also nicht ganz in der Häufigkeit, aber da geht man natürlich her und sagt, hey, schön, hoffe, Sie haben einen schönen Urlaub gehabt. No, na, Bewertungsumfrage, ja. Bewertungsportale, no, na, ja. Oder Fotobuch bestellen. Ich kann ja, also Affiliate ist natürlich eine ganz wichtige Geschichte. Ich kann ja dann mit Affiliate-Partnern mir was ausmachen und ja, da dann ein Fotobuch bestellen über einen Partner oder eben schon vorher Angebote vor Ort mit Affiliate-Partnern lösen, ja. Ja, und dann geht es zum Upsell, weil wenn jemand einmal zufrieden war, ja, wird er vielleicht sich beim nächsten Urlaub wieder an mich erinnern. Damit diese Erinnerung natürlich nicht abreißt, muss ich mich immer wieder in Erinnerung rufen. Ist jetzt, da können wir leider nicht ausholen, da haben wir zu wenig Zeit, aber da könnte man natürlich bauen, Funnel bauen ohne Ende. Oder, ja, da ist es ähnlich, da ist es aus dem Bereich Industrie. Ich habe eine Auftragsbestätigung. Dann ist er wichtig, danach, wenn so Dispositionen sind, ich liefere das ja aus, ich kläre vielleicht noch ein paar Fragen, und was weiß ich, wann ist die Lieferung und so weiter, Vorbereitung, haben wir alle Teile und so weiter, ja, das kann man alles mit verschiedenen E-Mails lösen, aber nicht zu viel natürlich, nicht, dass die dann schon, jetzt schreibt man der schon wieder, ja, also bei so normalen, ich habe jetzt einmal irgendwann einen Schuh bestellt, da habe ich gedacht, ja, bei jedem Seufzer kriege ich da eine E-Mail. Das war natürlich zu viel. Also auch da wohl überlegen. Was macht jetzt Sinn, wenn ich jetzt da an der Stelle wäre? Ja, testen lassen natürlich und so weiter. Und dann geht es weiter. Danach, wenn die Lieferung erfolgt ist, soll es, wie gesagt, auch nicht aufhören. Ja, wie hat eh alles gepasst? Ja, hast du das in Betrieb genommen? Taugt dir das, was du da hast? Und. Ja. Und was da jetzt spannend wird im E-Mail-Marketing, ich brauche mal keinen Reminder setzen mehr in Zukunft im Vertrieb und sagen, ja, da ist Erwartungsintervall und dann muss ich den wieder und so weiter. Ja. Ich setze mir das einmal auf und alle, die da in diesen Funnel reinkommen, durchlaufen ihn. Ja. Und ich muss mir quasi diese Strategie einmal gescheit überlegen und dann kann ich es laufen lassen? Dann muss ich nur schauen, okay, wo ich kann in meinem E-Mail, in jeder E-Mail-Marketing-Software, in jeder gescheiten, kann ich dann natürlich gleich einmal sehen, was funktioniert da nicht? Bei welcher E-Mail bleibt wer hängen zum Beispiel? Ja? Oder wieso füllt da keiner die Bewertungsumfrage aus? Ja? Und dann tue ich optimieren. Ja? Das heißt, okay, da schreibt keiner zurück, da passiert überhaupt nichts, kein Feedback, dann lasse ich das oder ich mache es besser. Ich hole die mit einem anderen Argument. Oder offenbar interessiert das niemanden, ja, dann muss ich es halt ersetzen oder ersatzlos streichen. Ja? Und so stelle ich das einmal ein und schaue dann mir die Analysen an und optimiere. Wenn ich einmal den perfekten Funnel habe, ja, dann läuft das alles vollautomatisch. Und ich lasse schön die Systeme für mich arbeiten. Ja? Ich habe da zum Beispiel eine Case Study von einem Softwareanbieter. Bei EPUs ist es so, die lassen ja extrem viel Zeit liegen. Ich habe erst letztes Mal wieder ein Gespräch gehabt. Das kennen Sie sicher, wo jemand sagt, ja, oder man will einen Termin ausmachen, ja, und dann sagt jemand, ja, da habe ich keine Zeit und da auch nicht. Da drehe ich schon durch zum Beispiel. Ja, da steige ich schon gedanklich aus. Und da ist es so, bis es von einem Erstkontakt zum Beispiel zu einem Termin kommt, ja, Lead-Funnel, dauert es ja auch eine Zeit lang. Da kennen unzählige E-Mails. Ich habe letztens eine Kundin gefragt,
Selbst wenn man sie schon kennt, wie lange das dauert, bis sie sozusagen zu einer Buchung über ihr Buchungstool kommt, sagt sie circa 10 bis 12 Mal. Dann sage ich, stopp einmal bitte mit, wie viel Zeit da du liegen lässt. Ja? Und bei dem Ralf da war es auch so, der ist ein Softwareanbieter und da ist es auch darum gegangen, von der ersten Kontaktaufnahme bis zum Telefonat. Er hat Ping-Pong genannt, was ich ja total treffend finde, zwischen Anbieter und Interessent, tausendmal hin und her. Da hätte er schon längst wieder andere Sachen machen können. Ja? Oder wenn Leute den ganzen Tag in einem Business arbeiten oder was weiß ich, Coachings machen oder sonst was, ja, Dienstleistungen, dann ist es halt schwer, Termine zu vereinbaren oder erreichbar zu sein. Ja? Das heißt, man muss da die für sich geeignete Kontaktmöglichkeit finden und da ist E-Mail-Marketing natürlich der Hammer. Ja? Und auch, was auch oft passiert ist, dass extrem viele keine Zeit haben zum Nachfassen zum Beispiel. Ja? Das heißt, ich habe Kontakte, ich habe wirklich Leute, die haben 1000 bis 1500 E-Mail-Kontakte drin und machen nichts damit. Und es ist beim E-Mail-Marketing so, also 2 bis 10%, sage ich jetzt, je nachdem, wieder branchenabhängig, produktdienstleistungsabhängig, 2 bis 10% kaufen aus dem Verteiler. Und da muss man sich halt überlegen, je nachdem, in welcher Branche sie tätig sind, was sie verkaufen, 2 bis 10%, wenn ich zum Beispiel aus dem Wissensbereich plaudern darf, wenn man noch dazu Verknappung einsetzt und Countdowns und so weiter. Also alle, die Online-Kurse zum Beispiel verkaufen, das läuft extrem gut. Ja. Bei dem war es genauso. Elendslanges Ping oder häufiges Ping-Pong, bis einmal so weit war. Dann noch dazu, das wollen wir jetzt nicht ausschließen, ist der Termin vielleicht geplatzt? Das muss man sich einmal vorstellen. Unfassbar. Und dann noch dazu, es kommen Anfragen rein, aber ich kann die einfach nicht mehr abarbeiten. Ja, kann natürlich passieren. Mit Automatisierung kann man diesen Ping-Pong extrem gut einstellen. Ich kann mir mit einer Werbeanzeige Leute auf eine Reservierseite holen oder Landingpage mit Reservierung und kann das alles vollautomatisch einstellen. Ich kann mir in einem E-Mail-Funnel auch extrem gut einstellen, mit Wenn-Dann Beziehungen, was zu tun ist als nächstes. E-Mail-Marketing ist auch extrem gut zum Beispiel für Terminvorbereitung, Terminabwicklung und der Terminnachbereitung, weil es ist ja noch lange nicht aus, nur weil wir jetzt miteinander gesprochen haben. Ja? Ich kann in einem E-Mail-Funnel heißt nicht nur sequenziell gesteuerte E-Mails, sondern ich kann mich da auch korrekt dazwischen schalten mit einem Zoom-Call zum Beispiel. Kann den Termin machen, alles ist automatisch zusammengekoppelt und dann gehe ich weiter und ich kann es so einstellen, die Software, dass ich dann, je nachdem, wie das Gespräch ausgefallen ist, ja, passt, ist sympathisch, zusammen erfolgt, dass ich dann auf ein Knöpfchen drücke und sage, jetzt dann weiter im Funnel, Folgetermin. Und dann geht es dahin. Das muss ich mir einmal richtig, muss ich einmal richtig Hirnschmalz investieren, um meine Strategie da reinzulegen. Und dann stelle ich es ein. Und ich sage jetzt nicht, dass das von heute auf morgen passiert. Ja, aber ich brauche manchmal ja für komplexe Geschichte vielleicht 2, 3 Wochen. Ja. Dann schaut man mit einer Abteilung drüber. Die haben das meistens recht schnell, je nach Ressourcen, halt, die verfügbar sind. Aber dann geht es dahin. Und dann braucht man nur schauen, wie man vorne anschiebt. Das heißt, wie hole ich die Leute in den Beginn meiner Anmeldung, in den Beginn dieses Funnels. Und von dem war halt, der hat ordentlich mehr Umsatz gemacht, bei dem war ganz enorm die Zeitersparnis, die dann da war und die Gespräche, die zustande gekommen sind. Ja? Also, und ich, natürlich, wenn ich was automatisiert einstelle, wenn ich einen Marketing- und Vertriebsprozess verautomatisiere, kann ich meine Zeit dann für weitere Strategien verwenden. Ja, und das war der Shop.
wo ich so begeistert war. Da würde mich interessieren, melden Sie sich da an. Die machen das richtig gut. Ja. Erstens wirklich ein schönes Kaufserlebnis, ein toller Shop. Mir hat er heute halt gefallen. Alles klar und deutlich. Beim Kauf ist der Warenkorb geblieben. Das habe ich total lässig gefunden, weil ich habe den Warenkorb immer im Blick gehabt und hab nicht müssen hin und her schalten. Und war aber trotzdem noch ein Produkt drauf und konnte bequem von den ganzen Ansichten aus, was so wie ein Dashboard ein bisschen weiter einkaufen. Oh, wie praktisch. Und ich habe sie dann jetzt beobachtet, das ist für mich wirklich ein Best Case. Die machen extrem dezente Socials und auch Searches und wickeln ihr ganzes E-Mail-Marketing wirklich extrem im Party-Shop. Das ist so weit gegangen, dass ich dann einmal, als ich letztes Mal in Wien war, zu denen in den Shop gegangen bin. Und ich weiß jetzt nicht, so viel Marketing kann jetzt nicht sein, aber da ist die Aroma, ich weiß nicht, wie das heißt, die Aromen für diese Parfums macht, war da drinnen. Ich hoffe, es war wirklich so. Sonst wäre es wirklich Marketing in Renstkultur, offline und online super verbunden. Ja. Ja, da habe ich noch zum Schluss einfach einen Messplan noch reingehauen. Man kann von bis, das ist einer von HubSpot, ja genau. Und der geht natürlich seitenweise weiter. Ja. Also ich kann schauen, wo entlang ich mich bewege, wo ich meine KPIs herhole und was ich messen wollen würde. Ja. Ich würde es natürlich für die EPUs, ich würde einmal smart anfangen und einmal diesen Strategiefunnel durchplanen, so wie wir es ganz am Anfang gemacht haben, und dann gemütlich dazu übergehen, zu schauen, okay, was messe ich jetzt da und wann und wie geht das genau? Natürlich nicht so viele Kanäle auf einmal niederreißen, es sei denn, ich habe eine taffe Marketingabteilung und Vertriebsteam, die mich da natürlich drin unterstützen, aber dann bin ich okay, bin ja. Ja?